Ja, aber das ist eine fiese Strecke. Hier habe ich mich letztes Mal richtig abgemault. Habe ich mich schön lang gemacht, ja, aber jetzt... Das ist meistens glatter, wenn kein Schnee ist, weil das Moos so doll wächst hier. Ja, und mit den Gummistiefeln, die sind besonders rutschig. Oh, meine gehen ein. Wir haben es geschafft, 100.000 Abonnenten. Ja, dafür gibt es heute mal ein Walk and Talk durch unseren anliegenden Wald. Wir dachten, wir nehmen euch mal mit auf eine kleine Schneewanderung hier durchs kalte Schweden. Wobei, heute ist es gar nicht so kalt, ne? Nee, heute ist es nicht so kalt, Gott sei Dank. Nur minus 5. Ja. Wir wollten mal ein bisschen darüber reden, wie alles angefangen hat mit unserem Kanal. Viele sind ja jetzt erst neu dazugekommen. Gerade in der letzten Woche extrem viele neue Abonnenten. Das ging dann auf einmal echt richtig schnell mit den 100.000. Hätte ich gar nicht gedacht. Du auch nicht, ne? Das war auf einmal, ja, auf einmal haben wir uns selbst überholt. Ne? Eine ganze Zeit lang hat es ja ein bisschen stagniert. Ja. Da hatten wir uns nicht so gut benommen vielleicht. Ja, genau. Und jetzt geht's wieder besser. Ja, wir geloben Besserung. Ja. Wir benehmen uns jetzt besser und sind ganz brav. Aber immer. Vielleicht kriegen wir dann gar, vielleicht wollen das unsere Zuschauer gar nicht. Doch, doch. Nee, wir haben auf jeden Fall richtig gute Ideen. Was so kommt in nächster Zeit, auch ein paar außergewöhnliche Sachen. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal stolz, die 100.000er Marke geknackt zu haben. Das ist schon irgendwie was Besonderes. Vor allen Dingen, ja, es hat 7 Jahre gedauert, ne? Muss ja, man... fast 7,5, ne? Oktober 2016 oder so haben wir angefangen. Ja, September, glaube ich. Ja, mit dem ersten Video Apfelsaftpressen, glaube ich. Ja, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Doch, ich glaube, das erste Video ist Apfelsaftpressen gewesen. Also der Kanal ist ja auf jeden Fall schon ein bisschen älter gewesen. Da habe ich auch ein noch älteres Video, wo ich Heringe gefangen habe mit dem Motorboot. Ja, aber das galt ja nicht als, nee, genau, als Kanal, das galt als privat hochgeladenes Video für die Richtig. Familie irgendwie. Umbenannt in die Selbstversorgerfamilie haben wir es im September 2016, ja? Genau. Und du hast mich dann erstmal als verrückt abgestempelt, gesagt, ja, ja, mach mal. Und was hast du noch gesagt? Ja, gehört sich das nicht so in einer guten Ehe, dass man erstmal sagt, du bist ja wohl bescheuert, was soll das denn werden? Nee, ja. Also ich fand die Idee irgendwie so abwegig. Also du hattest ja gesagt, du guckst so viel YouTube. Ich habe zu der Zeit überhaupt noch nicht viel YouTube geguckt. Ich habe mich um die Kinder gekümmert und um die Tiere und habe genäht. Und hatte mit YouTube noch gar nicht so viel am Hut und wusste das gar nicht auch so richtig einzuordnen. Und habe auch gesagt, ja, kannst du ja machen, aber ich möchte bitte nicht mitmachen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich möchte nicht gezeigt werden. Ich spiele nicht mit. Ich fühle mich vor der Kamera total unwohl. Und außerdem, wer bin ich denn, dass ich hier irgendwem irgendwas erzählen könnte? Also mir war das irgendwie todpeinlich und unangenehm damals. Und ja, Julian hat aber trotzdem angefangen, weil du ja den Leuten was zurückgeben wolltest, weil du auch so viel YouTube geguckt hast. Genau, ich dachte, das System funktioniert natürlich nur, wenn jeder irgendwie ein bisschen was gibt. Und ich habe gerade am Anfang dann ja auch oftmals so Tutorials gemacht, kann man fast sagen, wie wir halt unsere Selbstversorgung machen oder bestimmte Sachen halt. Ja, du dachtest halt, wir haben ja irgendwie doch viel zu zeigen und viel zu erzählen. Genau. Wir haben da ja schon ein paar Jahre Selbstversorgererfahrungen auch gesammelt gehabt mit Ziegen und Hühnern und Galloways und Schweinen und Enten und Kaninchen, Pferd, Hund, Katze, war irgendwie ja alles dabei, Schafe. Ja, da wollten wir halt unsere Erfahrungen einfach auch so ein bisschen mitteilen. Also ich nicht, aber du. Guck mal, hier sind auch Rehspuren gewesen gerade. Das war wohl ein junges Reh. Nee, das war der Hund. Das war ein junges Reh. Na, dann war ich das. Ja, aber wie sich das gehört, auch in einer guten Ehe, hat die Frau natürlich nichts zu sagen und darum wurde ich dann einfach eingepackt und dann hieß es so, jetzt hier Frau, filmen wir dich beim Melken, beim Klauen schneiden und beim allem möglichen sonst und ja, auf einmal war ich irgendwie dann doch Teil davon geworden und mit der Zeit hat es auch angefangen, mir Spaß zu machen. Vor allen Dingen natürlich wegen euren Kommentaren und dem Feedback. Wenn man da gute Resonanz kriegt auf das, was man so sagt und tut, dann macht das Ganze natürlich auch richtig Spaß. Ja, und dann haben wir ja uns entschieden im März ungefähr, natürlich war das Ganze schon ein bisschen länger geplant, nach Schweden auszuwandern, beziehungsweise waren dann erstmal mit dem Wohnwagen auf Tour ein paar Wochen und haben uns überall umgeguckt nochmal. Wir haben kurz vorher ein Ferienhaus schon in Schweden gekauft, eine ganz kleine Butze
ohne Wasser, ohne Strom. Also zu der Zeit hätte ich mir eine ordentliche Powerstation gewünscht. Ja, da kannst du aber mal sicher. Wir hätten ein leichteres Leben gehabt, ja, auf jeden Fall. Aber ja, es ging auch so. Und es war eigentlich eine der tollsten Zeiten auch, so muss man sagen. So dieses ganz wilde, ursprüngliche, auf sich zurückgeworfene Leben da in der Waldhütte, das war schon toll. Ich glaube, du wirst mich in den Graben schmeißen hier, ja, oder so. Ja, das ist die Gelegenheit, den Kanal jetzt an mich zu reißen. Ja, genau. Nein, ich glaube, es ist gerade ja die Mischung unserer Videos. Wir haben ja nun wirklich eine sehr breite Bandbreite an Themen, die wir hier so präsentieren. Und natürlich gefällt bei weitem nicht jedem alles, was ich mache oder was Julian macht. Also ich denke, wir haben schon so ein bisschen auch zwei unterschiedliche Lager, mindestens die einen, die mehr oder nur Julians Videos gucken und die anderen, die vielleicht nur meine Videos gucken. Aber ich glaube, wir haben auch eine sehr gute Basis an Leuten, die wirklich vieles von uns beiden auch gucken. Und das freut uns natürlich total. Aber wir sind halt nicht so festgelegt irgendwie thematisch. Ne? Wir haben immer, was uns so in den Kopf kommt, neue Ideen und Impulse, ja, die wollen wir auch irgendwie immer gerne mitteilen. Genau. Ja, wir finden es natürlich auch echt super, dass so viele Leute auch schon so lange mit dabei sind. Also die kennt man dann ja auch und schreiben dann regelmäßig Kommentare unter die Videos. Ja, auch so ganz lieb, dass wir inzwischen irgendwie schon so ein Teil ihrer Familie und ihres Lebens sind. Das freut uns natürlich auch, dass wir wirklich auch irgendwie wichtig für einige von euch wirklich geworden sind. Also es gibt bestimmt viele, die einfach nur ab und zu mal reingucken. Aber wie gesagt, eben auch einige, die wirklich, ja, Stammgäste bei uns sind. Und über die freuen wir uns natürlich ganz besonders. Also, dass die auch mal verzeihen, wenn man irgendwie ein Thema macht, was die nicht so interessiert oder so, sondern ja, einfach offen für alles eigentlich sind, was wir so machen. Das finden wir immer besonders toll. Ja, als wir nach Schweden gekommen sind, waren unsere Kinder ja noch recht jung. Mia war da gerade Vorschulalter. Ja. Und ja, mittlerweile sind es auch Teenager, kann man sagen, auf jeden Fall. Und da, ja, wir sind auch nicht jünger geworden. Was? Unsere Interessen haben sich auch hier und da ein bisschen verändert. Ja, und. Ja, aber das Kernthema Selbstversorgung ist natürlich nach wie vor unser Steckenpferd. Aber wir sehen das eben breit gefächert da, als jetzt nur Möhren und Radieschen anbauen. Für uns ist Selbstversorgung eben auch noch viel mehr. Also eigener Strom und ja, mehr Unabhängigkeit von allen möglichen Prozessen und ja, da kann man natürlich auch sich immer mal wieder in verschiedene Richtungen so ein bisschen bewegen und entwickeln und immer mal was Neues ausprobieren. Das ist ja für uns interessant und wir hoffen, dass es für euch natürlich auch interessant ist. Ja, wir haben nachher auch noch ein bisschen natürlich was zu verlosen. Wir geben heute einen aus. Ja, genau. Das kommt am Ende des Videos. Genau, also bleibt ruhig dran. Ja, und phasenweise, gerade im Winter, hat man da manchmal dann schon ein bisschen Probleme, überhaupt Videothemen zu finden. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung, da kreativ zu sein und sich was zu überlegen, was für euch interessant sein könnte. Ja, manchmal sitzt man da wirklich ein bisschen in so einem Winterloch, in so einer Flaute. Also gerade was natürlich den Garten angeht und wenn draußen alles gefroren ist, dann ist das wirklich ganz schön schwierig, aber dann, wenn man dann wirklich mal so genau drüber nachdenkt, dann kommt man ja auch selber zu neuen Themen vielleicht, die man schon immer mal behandeln wollte. Und ja, dann nutzen wir einfach auch immer gerne die Chance, uns selbst mit Themen neu auseinanderzusetzen, die wir dann eben auch mit euch teilen und besprechen, so dass man dann ja wirklich ganz neue Blickwinkel auch manchmal nochmal kriegt. Und das ist natürlich dann im Winter die Art der Videos ein bisschen anders, nicht so aktives Handwerksgeschehen oder so, sondern dann eher so ein bisschen, ja, gedankenorientierter oder so. Ja, aber hat irgendwie beides seine Vor- und Nachteile. Also denken wir, für uns, hoffentlich auch für euch. Ja, bei der Gelegenheit kann man natürlich gleich mal sagen, schreibt uns gerne unten in die Kommentare, was ihr am liebsten für Videos seht. Das machen wir eigentlich recht regelmäßig mal. Und wir werden das auch wirklich beherzigen, weil es macht uns natürlich auch mehr Spaß, wenn euch die Videos gefallen und nicht nur uns thematisch. Ja, aber wir sehen das ja auch an den Klickzahlen, welche Themen euch so wirklich sehr interessieren. Also das, da können wir uns natürlich auch ein bisschen dran orientieren. Wobei manchmal wundern wir uns dann fragen Leute irgendwie, ja, macht doch nochmal ein Video über das Tomatenaussehen oder so. Und dann
kriegt das vielleicht gar nicht so viele Klicks. Und dann haben wir immer mal so das Gefühl, dass diese ganz klassischen Selbstversorger-Themen eigentlich gar nicht das ist. Ja, sind oder abgehandelt sind, auch. Gibt's ja, so viel das von... stimmt, einmal das. Aber wobei auf anderen Kanälen werden die ja mehr geguckt. Aber dass diese Themen gar nicht so die Themen sind, die ihr von uns sehen möchtet. Also dass unser Publikum eher so andere Themen so ein bisschen mehr bevorzugt. Vielleicht was das Thema Mindset oder Unabhängigkeit und so angeht. Und ich habe natürlich persönlich jetzt auch echt langsam gar keine Lust mehr, so richtig das 7. oder 8. Video über Tomatenaussaat oder was zu machen. Ich kann das natürlich nebenbei immer noch mal so ein bisschen machen, aber im Großen und Ganzen, auch wenn natürlich immer mal Leute dazukommen, neu, erfreulicherweise, könnt ihr da gerne dann auch in die älteren Videos noch mal immer reingucken. Also wir haben eigentlich zu diesen Themen auch alles schon mal abgehandelt. So, wir sind jetzt auch fast zu Hause angekommen und machen den Rest drin, ne? Ja, den Rest besprechen wir im Warmen, vielleicht genau. Beim Teechen an der Seite. Ja, mir frieren auch schon wieder die Barthaare hier. Wir haben uns jetzt hier schön zusammengefunden im Warmen und du hast sogar mal auch einen Kaffee jetzt. Ja. Original Kaffeekränzchen Spezial, genau. 100.000 Abonnenten Special. Neues Spiel, neues Glück, von drinnen nach draußen, nee, andersrum, von draußen nach drinnen, und es geht um Spiel und Glück. Genau. Wir verlosen nämlich Bücher. Early Bird Vorteil, also das Gewinnspiel läuft bis, na, was sagen wir? Das Gewinnspiel läuft genau 24 Stunden, nachdem das Video rausgekommen ist, und dann werden wir die Gewinner unterm Video wieder in einem Kommentar und auch unter dem Video in dieser Box kann man die finden. Und wenn ihr mitmacht beim Gewinnspiel, dann guckt bitte auch nach, weil die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist sehr hoch. Wir verlosen nämlich insgesamt 12 Bücher, zweimal meine beiden Bücher. Und die zweimal neuesten. Meine beiden Bücher. Genau. So, genau, wollen wir das chronologisch gleich machen? Oder genau, bevor wir das verlosen, wenn ihr gewonnen habt, dann schreibt ihr uns bitte eine E-Mail. Die Adresse steht auch unten in der Infobox. Ne? Genau. Und genau, damit wir das diesmal gut zusammenkriegen, weil letztes Mal haben Leute irgendwie nicht mehr geguckt nach dem Gewinnspiel und da war das ein bisschen schwierig, die Gewinner alle einzufangen. Also bitte wenigstens 24 Stunden nachdem ihr das Video gesehen habt, nochmal nachgucken, ob ihr vielleicht gewonnen habt. Wir verlosen einmal Selbstversorgerfamilie, unser Hof in Schweden, 3 Exemplare. Wenn ihr das gewinnen möchtet, dann schreibt ihr Hashtag unser Hof in Schweden. Geht auch ohne Hashtag. Nee, ist schon cool mit Hashtag. Ja, Hashtag. Wer das Blockhausbuch gewinnen möchte, der schreibt einfach Hashtag oder nicht Hashtag. Hashtag Blockhaus. Ja, 3-mal gibt es das zu gewinnen. Genau, und als nächstes verlosen wir 3 Exemplare von meinem neuen Buch Stadtland Selbstversorger. Wenn ihr das gewinnen möchtet, schreibt ihr unter das Video Stadtland, Hashtag Stadtland Selbstversorger. Und das gleiche Spielchen auch mit meinem neuesten Werk Waldland, einem apokalyptischen oder postapokalyptischen Roman, wo ich sogar jetzt schon am 2. Teil arbeite. Und ja, unsere letzten Bücher gerade kommen wirklich richtig gut an. Das freut uns total, dass die euch so gut gefallen. Und deswegen verlosen wir die jetzt nochmal. Hashtag Waldland, wenn ihr das gewinnen möchtet. Jetzt Gewinne. Ja, ordentlich was zu gewinnen. Aber wir möchten euch auch unbedingt Danke sagen für eure Treue und eure ganzen Kommentare und Likes und dass ihr die Videos teilt, empfehlt und alles, was ihr uns an Feedback auch zukommen lasst. Das ist für uns natürlich auch super motivierend und ganz wichtig, um immer, ja, am Ball zu bleiben und Lust zu haben, neue Videos zu machen. Genau, vielen Dank. Ja, mal sehen, wie lange das dauert mit den nächsten 100.000. Ich denke, nicht 7 Jahre. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es nicht so lange dauert. Kommt drauf an, wie wir uns benehmen. Ja, genau. Aber wir haben ja Besserung gelobigt. Also von daher wird das schon was werden. Genau, und denkt dran, schreibt uns unter das Video auch noch, neben den ganzen Hashtags, was ihr noch für Videos von uns in Zukunft sehen möchtet und was euch sonst noch einfällt zu diesem besonderen Anlass. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Tschüss. Und viel Glück beim Gewinnspiel.